gegessen? Wer hat mich wirklich gegessen? Wie eklig ist das denn? Ich bin in dem Körper von dem Bäcker drin. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mir Apps und Games. Ich bin mal wieder bei Roblox alleine und ich werde mal wieder ein Obi spielen. Und zwar müssen wir diesem Bäcker hier entkommen. Wir sind in einer Bäckerei. Oh, hier ist ein Fernseher. Hier steht Crazy Chef makes people into donuts. Also ein Koch oder in dem Fall hier wäre das ein Bäcker, der verwandelt Menschen in Donuts. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Oh, und hier sind schon ein paar leckere Donuts. Und ich liebe Donuts. Wem geht's auch so? Habt ihr eine Lieblingssorte? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier werden die Donuts frittiert. Die werden ja im heißen Fett ausgebacken. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt Menschen sind, die in dieser Fritteuse sind. Das klingt echt ein bisschen wild. Okay, durch die Tür durch. Hier ist ein Checkpoint. Oh. Und jetzt heißt es wahrscheinlich nicht auf den Zuckerguss treten. Das ist die Aufgabe hier. Wie diese Laserschranken, die ihr kennt. Nur eben jetzt mit Zuckerguss. Das habe ich auf jeden Fall schon mal geschafft. Weiter durch die Tür. Oh. Ich denke mal, wir können hier nicht an der Seite lang gehen. Wir müssen uns jetzt immer für eine Farbe entscheiden. Ich gehe jetzt mal auf Gelb. Gelb war richtig, dann vielleicht Grün. Grün war nicht richtig. Ach, das ist immer so schwierig. Gelb, vielleicht danach Blau. Und dann Grün. Nein. Gelb, Blau und Gelb. Hey, das war gar nicht mal so schwer. Okay, da ist ein Schlüssel. Damit kann ich dann wahrscheinlich die Tür hier aufschließen. Oder? Oder nicht? Ah, die ist schon offen. Okay, dann geht es wahrscheinlich hier durch die Lüftungsschächte. Und in den nächsten Level, wo wir jetzt auf den Zuckerguss treten müssen für die Donuts, um nicht hier unterzugehen in diesem pinken Schleim. Okay, das spiele ich auf jeden Fall eher aus einer anderen Perspektive. Kann ich den Schlüssel irgendwie wegtun? Ja. Das irritiert mich sonst, wenn ich die ganze Zeit so einen riesigen Schlüssel in der Hand habe. Oh. Oh. Ah, beim letzten hat es mich erwischt. Da war ich zu unvorsichtig. Oh nein. Vielleicht soll ich doch lieber ganz normal springen. Vielleicht ist das besser. Ja, hat besser geklappt. Okay. Hier ist irgendwie nichts Großartiges. Wahrscheinlich hier hoch. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Das ist ja echt ein bisschen seltsam. Ja, wahrscheinlich muss ich dann irgendwie hier hoch und dann nach links. Aber bisschen buggy irgendwie, oder? Aha, auf dem Gabelstapler und dann hier lang, da lang, hier lang. Wieder auf die andere Seite und so kämpft man sich dann nach oben, um dann wieder durch einen Lüftungsschacht zu gehen. Ich vermisse irgendwie Checkpoints. Vielleicht kommt hier noch einer. Oh, das war knapp. Das ist wahrscheinlich der verrückte Bäcker. Da mache ich direkt mal ein Foto von dem verrückten Bäcker, der hier die Donuts macht. So, und jetzt von einem Donut zum nächsten. Oh, nein! Er hat mich gegessen! Der hat mich wirklich gegessen! Wie eklig ist das denn? Ich bin in dem Körper von dem Bäcker drin. Steh auf! Das gab's, also das habe ich auf jeden Fall noch nie erlebt. Das ist ja total eklig. Und hier sind andere Charaktere, die hier in dem Körper von ihm drin sind. Kommt mir vor wie in so einem Wal oder so. Ist das bei Moby Dick oder so? Ich weiß es nicht. Da gibt es doch immer mal so Filme, wo so Menschen in so von so einem Wal oder so gefuttert werden. Und dann müssen sie versuchen, aus dem Wal rauszukommen. Gab es auch mal eine Simpsons-Folge?
Ich weiß nicht, ob das ein Wal war. Nee, die waren in so einem Verdauungssystem, glaube ich. Okay, rechts oder links? Rechts oder links? Ich gehe nach rechts. Hier ist es irgendwie so, weiß ich nicht, so diesig, so neblig. Kann man hier hochklettern? Oh, wir klettern hier wirklich an so einem Knochengerüst lang, Brustkorb oder so. Also irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Nicht auf die Zuckerstreusel treten. Ih. Was ist das? Ich hänge hier irgendwie fest. Ih, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich spreche es aber nicht aus. Denkt euch einfach euren Teil. Und ich bin draußen. Ich habe das geschafft, würde ich sagen. Aber das ist ja komisch. Ich war im Körper und jetzt bin ich auf der Straße. Ganz logisch ist es nicht. Und so wie es aussieht, wurde dann der böse Donutbäcker oder generell der Bäcker hier von der Polizei verhaftet. Und wir haben es geschafft. Hey, wieder mal ein Obi, was ich geschafft habe. War auf jeden Fall echt ein bisschen creepy, freaky, fand ich. Also dann in dem Körper von dem Bäcker zu sein. Aber auch irgendwie ziemlich cool gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert. Schreibt mal in die Kommentare vor allem, welcher euer Lieblingsdonut ist. Ich esse gerne Rolo-Donuts, aber ich glaube, die gibt es nur in England. In die habe ich mich ein bisschen verliebt. Genau, Glöckchen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!